Okay, jetzt stehen wir hier unten im Hafen von Mölle. Das hier ist eine der schönsten Stellen. Wenn ihr die Chance habt, hier rauszufahren, macht es. Man kann hoch auf die Hügel fahren, sich das hübsche Hotel anschauen, die großen wilden Weiten und mit etwas Glück sieht man sogar Robben. So, jetzt fange ich an, das Fleisch vorzubereiten. Das Erste, was ich mache, wenn ich so ein schönes Stück habe, mit einer schönen Fettschicht drauf, ist, das Fett etwas einzuritzen. Man sollte keine Angst vor Fett haben, denn das Fett macht das Fleisch zart, saftig und lecker. Beim Braten dann auch einfach nicht mehr so viel Fett dazugeben. Wichtig ist es, das Fleisch etwas einzuritzen. Einfach diagonal einschneiden. Dann bekomme ich ein schönes Muster. Wenden und das Gleiche nochmal. Und wenn ich damit fertig bin, reibe ich es mit etwas Salz ein. Etwas Salz aufs Fett. Dann gut einreiben, dass es auch wirklich bis in die Ritzen kommt. Und auf der anderen Seite mache ich es genauso. So, jetzt sind die Kartoffeln weich und fertig. Ich schütte etwas von dem Wasser hier hinein. Ich behalte etwas von dem Wasser zurück, weil ich es gleich als Bouillon für die Soße nutzen möchte. Es wirkt vielleicht etwas merkwürdig, das Kartoffelwasser zu behalten, aber darin sind noch Stärke und Geschmack. Deshalb bitte nicht wegschütten. Das Wasser, das ich hier reingeschüttet habe, werde ich für den Kohl verwenden. Zu den Kartoffeln gebe ich etwas Sahne. Und dann etwas von diesem Käse hier. Hier habe ich ungefähr 100 Gramm. Davon nehme ich etwa die Hälfte. Ein ordentlicher Klacks. Die warmen Kartoffeln und die Sahne sorgen dafür, dass der Käse schnell und gut schmilzt. Ich helfe ein bisschen mit dem Stabmixer nach. Ich vermute, dass es so passt. Ich probiere mal. Einen kleinen Löffel. Es hat eine perfekte Konsistenz für eine Soße. Weich und cremig. Der Käse kommt ordentlich durch. Etwas Salz, nichts anderes. Ganz wunderbar lecker. Wenn ihr eine einfache, leichte Soße machen möchtet, ohne viel Mehl, dann eignen sich Kartoffeln perfekt dafür. Man sollte nur darauf achten, mehlige Kartoffeln zu verwenden. Das funktioniert wunderbar. Jetzt das Fleisch ohne Fett in die Pfanne geben. Die Holunderbeeren brauche ich später noch, um dem Gericht eine besondere Note zu geben. Fantastisch. Schaut euch das an. Einfach herrlich. Frischer Thymian gibt noch mehr Aroma. Das brutzelt und spritzt hier. Der ganze Thymian-Geschmack zieht ins Fett. Und immer wenn ich es wende, legt sich der Geschmack um das Fleisch und dringt ein. Durch die Schnitte sucht sich das Aroma den Weg nach innen, rein ins Fleisch. Das ist so gut. So gut. Diese Holunderbeeren schmecken nicht zu intensiv. Sie sind süß und gut, aber sie haben keinen besonders kräftigen Geschmack. Noch nicht. Aber man kann sie mit etwas Balsamico-Essig aufpeppen. Balsamico ist gleichzeitig süß und sauer. So bekommen die Beeren etwas mehr Pep. Das ist viel besser. Das stelle ich erstmal beiseite. Inzwischen hat das Fleisch eine knusprige Außenseite bekommen. Die beste Art, es weiter zu garen, wäre, es in einen Backofen mit niedriger Temperatur zu schieben. Wir haben hier natürlich keinen Ofen, aber da kann man schnell improvisieren, mit etwas Alufolie. Die kommt über die Pfanne, um die Wärme einzuschließen. Da haben wir unseren eigenen kleinen Ofen gebaut.
Jetzt kann es hier ausruhen. Während das Fleisch in der Pfanne langsam gart, schauen wir uns den Kohl an, den ich heute Morgen in Malmö gepflückt habe. Hier haben wir verschiedene Kohlarten in unterschiedlichen Reifegraden. Schaut euch den mal etwas näher an. Das ist lila Brokkoli, noch ganz jung. Wenn der so früh, klein und schön ist, dann ist er unglaublich zart. Man muss nichts abzupfen, nicht mal diese kleinen Blätter. Wenn man zu Hause einen Kohl hat, egal ob Blumenkohl oder Brokkoli, oder so einen großen Kohl mit Blättern drumherum, zupft man normalerweise als erstes die äußeren Blätter ab und wirft sie weg. Das solltet ihr nicht tun, denn genau diese Blätter sind zart und köstlich. Entfernt man den harten Strunk, kommt man an diesen süßen und leckeren Teil. Also behaltet die Blätter. Diesen wunderbaren Kohl hier werde ich jetzt zubereiten. Oh, es fängt hier an zu regnen. Herrlich. Den Kohl hier werde ich also zubereiten. In diesem niedlichen, herrlichen Nieselregen, den es manchmal auch in Skåne gibt. Und zwar in dem Wasser, in dem ich vorher auch die Kartoffeln gekocht habe. Das Kartoffelwasser hat immer noch Geschmack und Stärke. Ein bisschen Butter dazu, das Ganze umrühren und dann sind wir schon fast fertig und können servieren. Einfach. Das Ganze mit einer Prise Meersalz abrunden. So schmeckt mir Kohl am allerbesten. Das ist durch und durch perfekt. Es könnte nicht besser sein. Saftig. Schön. Fantastisch. Guckt euch das an. Außen und innen saftig. Das ist beste regionale Qualität aus Skåne. Es macht einfach Spaß, mit solchen Produkten zu kochen und daraus immer wieder neue Gerichte zu komponieren. Die Kochkunst ist das eine, aber wirklich entscheidend sind die Zutaten. Ganz frisch sollten sie sein und gut produziert. Da haben wir es. Rolf Axels wunderbares Schwein mit wildgepflückten Kräutern, etwas Kohl von Slottsdre Gården und dann diese wunderbare Kartoffelsoße mit etwas Käse. Ein wundervoller Teller.